wenn eine demokratische Partei, die von fast 6 Millionen Wählern in den Bundestag gewählt wurde, kaum noch einen Raum für die Durchführung einer Wahlveranstaltung findet, weil die gastgebenden Wirte von staatlich alimentierten Linksextremisten erpresst und mit nackter Gewalt selbst gegen ihre Familien bedroht werden, dann gibt es keine Versammlungsfreiheit mehr, wie sie in Artikel 8 Grundgesetz garantiert wird. Wenn heute Informationsstände der AfD nur unter Polizeischutz durchgeführt werden können und vor wenigen Tagen in der Tageszeitung Welt festgestellt wurde, dass 89% aller in Berlin zerstörten EU-Wahlplakate AfD-Plakate sind, dann gibt es keine Vereinigungsfreiheit mehr, wie sie in Artikel 9 garantiert wird. Wenn Medien, Verbände, Kirchen, Universitäten und Schulen sich darin gefallen und wetteifern, AfD-Vertreter von Diskussionsrunden bewusst auszuschließen, dann gibt es keine Meinungsfreiheit mehr, wie sie in Artikel 5 garantiert wird. Das, meine Damen und Herren, ist die traurige Realität in unserem Land und in unserer Stadt.